Ich glaube, das Härteste an der Arbeit ist überhaupt, dass man sich 6 Tage die Woche nur mit diesen Schicksalen auseinandersetzen muss. Und wenn man die mit diesen Handschlagstempeln Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl einstempelt, geht auch kein Schicksal an einem vorbei. Es sind die Opfer des Dritten Reiches, das heißt also alle, die im Dritten Reich von dem Regime verfolgt wurden. Die meisten jüdischen Glaubens, aber auch, was euch interessiert, Euthanasieopfer, unter anderem eben Aktion T4, die hier in Berlin beschlossen wurden, um Leute einfach umzubringen. Nicht? Und aus den Kurzbiografien, die hier eingestempelt werden, sieht man, dass die teilweise schon vor dem Dritten Reich auch in der Heilanstalt war, dass die dabei gepflegt wurden. Mit dieser T4-Aktion wurde beschlossen, diese Leute umzubringen, weil man sie nicht für liebenswürdig hielt. Kinder, Alte, alle. Nicht? Viele sind also erst im Dritten Reich eingewiesen worden, in verschiedene Heil- und Pflegeanstalten und von dort dann in entsprechend ausgerüstete Heilanstalten weiter verbracht worden, verlegt worden, um sie umzubringen. Hadamar, Eichstätt und, da gibt es also eine ganze Menge.